Willkommen. Geil, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, jetzt folgt, was nun folgt, meine Damen und Herren, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ist ein dreiteiliges, ja, Preview, sozusagen, vom Wappen. Ja? Die hartgesottenen Zuschauer unter euch, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen, ich habe das Wappen schon mal let's played, den Prolog davon. Das war 2016, ja. Also ist schon eine Weile her. Und ja, der Ebo hat mich angeschrieben und gefragt, hey Mensch, möchtest du denn nicht in die jetzige Version vom Wappen reinschauen, in einer neuen Spielwelt sozusagen? Also wir sind, also ich verlinke das Let's Play auch nochmal unten in der Videobeschreibung von damals. In der letzten Folge standen wir vor einem großen Durchgang und jetzt sind wir durch diesen Durchgang hin durchgegangen. Dieses Preview wird ungefähr 2 Stunden gehen, ich werde das auf 3 Videos aufteilen. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich hoffe, es geht von der Musik einigermaßen, von der Lautstärke. Passt schon. Testaufnahmen sind was für Anfänger. So. Alles klar. Der Kollege holt erstmal seine Wurst raus. Ein wunderschöner Anblick, mit dem wir hier begrüßt werden. Jetzt allerdings doch nochmal kurz. Also mal einen Ticken lauter machen, das geht schon so. Ich soll einen Zettel lesen. Oh, guck mal, wir haben im Inventar schon einiges an Sachen. Wir haben hier ein grobes Schwert. Wir haben eine Kampfsense. Interessant. Und eine Holzfäller-Axt. So, ich würde dann... Oh, die Armbrust macht mehr Schaden, also nehmen wir die Armbrust. Arbeiterkleidung haben wir. 20 Fackeln. 100 Startgold. Und ein alter Teleportstein. Oh, Ordenia-Teleporter, Ostergard-Teleporter. Genau, Ostergard ist, glaube ich, die Hauptstadt. Und Velend. Da ist ein D dran gegangen. Naja. Gut. Wer ist denn der Boy? Hallo. Pack mal die Wurst weg. Bin ich unhöflich. Tut mir leid, ich gehöre noch nicht zum Spiel. Spiel ist in dem Fall klein geschrieben. Das ist, glaube ich, falsch. So. Wohin gelange ich, wenn ich diesen Weg dort weiterlaufe? Der linke Weg dort zwischen den Felsen führt dich direkt zur Hauptstadt. Den anderen würde ich an deiner Stelle nicht einschlagen. Wir haben dort einige gefährliche Biester gesichtet und ohne eine vernünftige Rüstung bist du dort verloren. Ah, danke für den Hinweis. Boah, ich werde das, glaube ich, nicht so 2 Stunden durchziehen. Ich soll diesen Zettel lesen. Unbedingt vor Spielstart lesen. Spacko, ey. Ja, ich freue mich auch. So, wir haben eine Pfanne, einen Schatten. Hat er was zu sagen? Nee, er hat nichts zu sagen. Ja, also wir sind jetzt durch diesen Durchgang durchgegangen, ja, und sind jetzt hier auf der anderen Seite rausgekommen. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe, wie gesagt, wer mein Let's Play damals gesehen hat, der weiß, dass ich einen Magier gespielt habe, der Stufe Schlag mich tot war und jetzt sind wir halt wieder so ein No-Name, sozusagen, gildenlos, 0 Lernpunkte, aber haben einiges an Stats, also 40 Stärke, 40 Geschick, 50 Mana, aber auch keinerlei Talente im Kampfverhalten. Naja, das wird ja witzig. Glaube ich. Das wird auf jeden Fall lustig. So, gehen wir mal hier lang. Ich habe den Renderer einfach mal mit reingeschmissen. Ja, Wasser ist jetzt noch verbuggt. Genau, das muss ich noch dazu sagen. Es ist halt noch eine Alpha. I think it's an Alpha. Ich glaube, es ist eine Alpha. Und ja, es sind noch sehr viele Sachen noch nicht funktionstüchtig, ja. Also, es ist noch eine sehr frühe Phase vom Spiel. Jetzt noch nicht bitte gleich rumflamen, wenn hier... Also, das würde ich euch sowieso nicht zutrauen, weil ihr eigentlich eine nette Community seid. Aber zum Beispiel, man kann noch über Wasser laufen. Die Vegetation ist noch nicht final. Ja, Dialoge sind natürlich noch nicht ganz geschrieben und so weiter und so fort. Also es ist alles noch hier im Entwicklungsstatus. Es ist noch eine sehr frühe Version vom Spiel. So, ich sehe, man kann hier hochklettern. Und wir finden hier Nachtschatten. Sehr schön. Ach du Scheiße, jetzt bin ich... Oh Gott, die Aussicht. Alter Schwede. Warte mal, ich schraub mal brutal. Ja, man kann auf jeden Fall ordentlich weit schon schauen. Super, mal gucken, wie die Performance das mitmacht. Ich bin gespannt. Eine Trollkirsche haben wir hier. Was macht die? Ah, Stärkebonus plus 1. Na, wunderbar. Das freut mich doch sehr. Mal schauen, was wir hier in dieser Höhle haben. Ich sollte mal speichern. So, ich mach mal hier Review 1. Zack.
Speichern geht auch wunderbar schnell. Mache ich gleich mal immer noch einen zweiten Save hinterher. Das habe ich gelernt von Merlin. So. Schauen wir mal. Diese Höhle sieht leer aus. Ja, sieht leer aus. Da ist noch nichts drin. Mal sehen, ob die später im Spiel, wenn es fertig ist, dann drin sein wird. Oder nicht. Weiß nicht. Ich denke, ich werde auch ein Let's Play machen vom Wappen, wenn das dann alles final und fertig ist und durch ist und so weiter. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das war aber knapp. So. Die Katze landet immer auf den Pfoten und ich auf den Füßen. Das ist ein Lebensspruch. So, was haben wir denn hier? Ein aktiver Teleporter. Na, guck mal an. Aber den will ich ehrlich gesagt gar nicht nutzen. Ich will mich hier erstmal ein bisschen umschauen. Und mal gucken, was die Spielwelt so für mich offen hält. Wie gesagt, wir haben noch diesen alten Teleporter im Inventar. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich den verwenden will. Ich speichere einfach mal ab und guck mal, ob das irgendwie Sinn macht, den zu usen. Warte mal, ich kann den nicht per Zahl nutzen, sondern ich muss im Inventar jedes Mal darauf zugreifen. Okay. Ordenia. Ich mach mal Ordenia Teleport. Ach nee, das geht noch nicht. Ostergard Teleporter. Auch nicht dran. Ah, ich verstehe. Ich verstehe das System. Man kann jetzt sozusagen, das ist so ähnlich wie dieses Artefakt in Legend of Asun. Man kann sozusagen diesen Teleporter auswählen. Dann hat man noch Unterkategorien, in welchen Bereich man teleportieren möchte. Dann hat man jetzt hier Ostergard Teleporter. Dann werden hier einzelne Punkte in Ostergard aufgeführt. Und da kann man sich dahin teleportieren. Okay, verstehe. Coole Sache. Aus Spaß würde ich jetzt mal diesen Teleport hier verwenden. Wobei, nee, das will ich erstmal noch nicht. Ich will erstmal hier hochklettern und gucken. Da oben gibt es doch safe was zu holen, bin ich mir sicher. Genauso wie das gerade mit dieser Trollkirsche ist, gibt es doch hier bestimmt auch irgendwas, oder? Vorsicht, dass ich nicht runterplumpse. Das wollen wir nicht. Oder nur die ganz Gehässigen wollen das. Ah, guck mal, wo es hier lang geht. Ja, moin, da sehe ich mich doch. Was ein geiles Versteck. Boah, geil, Junge. Guckt's euch an. Spruchrolle, Eiswelle, Essenz des Geistes. Tag der Heilung, rostige Axt. Wunderbar. Das hat sich direkt gelohnt, hier mal ein bisschen umzuschauen. Und die Texturen hier im Inventar sehen auch super aus. Das ist wie in Gothic 1 so ein bisschen gehalten. Das ist schön. Das ist sehr geil. Haben wir erstmal eine Eiswelle. Benötigtes Mana 60. Gut, so viel haben wir aber nicht, ne? Wir haben nur 50. Das ist bedauerlich. Ja. Gut. Wie gesagt, also ich möchte mal darauf hinweisen, das ist eine sehr frühe Phase des Spiels, also da wird wahrscheinlich noch einiges dran gebastelt werden, ja. Falls jetzt doch mal ein paar Fehlerchen auftauchen. Upsala, nein! Oh, sehr gut. So. Jetzt speichere ich doch nochmal ab und würde nochmal gucken, wo hier mich dieser Teleporter hinführt, wenn er mich überhaupt irgendwo hinführt. Nee, das tut er nämlich gar nicht. Ah. Oder warte mal, vielleicht funktioniert jetzt das Artefakt, was ich habe. Nee, okay, funktioniert nicht. Alles klar, hätte er sein können. Zufällig vielleicht. So, da hinten ist eine große Stadt. Ich glaube, das könnte Ostergard sein. Aber sicher bin ich mir da natürlich nicht. So, hier laufen auch schon unsere ersten EP rum. Ja, Pro-Gamer, sieht man sofort. So. Ja, den kann ich auch natürlich das Fleisch entnehmen. Oh, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Höllenpilz. Sehr schön. Da ist jetzt die Frage, gehe ich jetzt hier über die Brücke runter oder gehe ich da hinten die Höhle runter? Ich würde lieber hinten runter gehen, weil der Weg dann weiter wirkt und mysteriöser und gefährlicher. Ja, und das wollen wir doch. Ihr wollt doch sehen, wie ich mich auf die Fresse lege und von irgendwelchen Lurkern zerfleischt werde. Oh Gott, ich höre Harpien. Das sieht erstmal schlecht aus für mich. Alles klar, ich bin tot. Oh, Mama. Macarena. Ich will in diesen... Nein! Blöde Sau. So, F. Ah. Wieso habe ich nicht gespeichert, dass ich einfach in die Höhle rein bin? Mein Gott, ich bin dumm. Alles klar, ich bin dumm. Ich will es nochmal probieren. Ich will versuchen, in diese Kammer da zu flüchten. Um dort zu sterben dann. Aber da bin ich wenigstens direkt in der Gruft, ihr versteht.
Schön. Kurz rennen wir mal schnell durch. Nein, versperr mir nicht den Weg, du Pute. So, jetzt bin ich hier. Was willst du tun? Mich verfolgen? Oh, scheiße! Wow, ein krasser Blutfleck. Tötet euch alle. Scheiße, ich hab gehofft, dass die hier hängen bleiben oder so. Ach was, jetzt bleiben sie hängen oder was? Das war geplant. Wusste ich von vornherein, jetzt kann ich mir nämlich diese Pflanzen hier mitnehmen. Sehr schön, gut, dass ich hier nachgeschaut habe. Ich weiß jetzt also, dass es hier keinen Weg mehr gibt. Oh shit, die Alte kommt raus. Oh, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Komm schon, hier schafft sie es doch safe nicht durch, oder? Nein! Nein! Oh Mann, einmal nicht aufgepasst. Ach, scheiße. Ja, ging gut los. Oh Mann. Shit. Ich gehe da jetzt nicht nochmal runter wegen diesen zwei Pflanzen. Ich habe gewusst, ich habe erfahren, was da jetzt ist. Und es reicht mir. Junge. So. Alles klar. Jetzt sammle ich das nochmal ein und gehe dann mal über die Brücke Richtung Stadt. Denn mal gucken, ob wir ein paar... Nichts zu plündern. Oh, wir haben schon mal die Stimme des Helden. Das ist schon mal... Oh, geil. Okay, wir können also auch die Bolzen wieder entwenden aus den Tieren, die wir geschossen haben. Das ist gut. Mal stabil. So, hier möchte ich nicht runterfallen. Ja. Also übers Wasser könnte man jetzt noch laufen, aber das machen wir natürlich nicht. Deshalb, ja, nicht wundern. Wir nehmen brav die Brücke. Und wenn man jetzt schon so in die Spielwelt so hinausschaut, kann man schon sehen, das ist eine recht große Spielwelt. Also da haben wir eine große Stadt. Da hinten ganz bei den Bergen sehe ich ein altes Kastell, eine alte Festung. Dort sehe ich eine Burg oder was ähnliches. Hinter den Bergen wird wahrscheinlich auch noch was sein, also... Das scheint eine recht große Spielwelt zu sein. Bin ich erstmal grundsolide. Junge Blutfliege. Es ist mir gegönnt, diese zu erschießen. Ich werde höchstwahrscheinlich in diesen 2 Stunden... Oh, hallo. Ich werde höchstwahrscheinlich in diesen 2 Stunden jetzt nicht die Chance haben, irgendwie eine Rüstung zu bekommen oder was ähnliches. Oder neue Waffen oder sowas. Ich finde es gut, dass ich hier ein grobes Schwert bekommen habe. Das ist, ja, meine Lieblingswaffe. Finde ich super. Guck mal, jetzt haben wir an sich nur 3 Bolzen insgesamt verbraucht. Ja. Aber haben mehr Bolzen Gott, wie viel Lebensenergie habe ich nochmal? 150. Oh Gott, eine Heilpflanze bringt nur +1. Oh. Bin von den üblichen 10 ausgegangen. Ja gut, habe ich jetzt wohl Pech gehabt. Vollkirsche lassen wir mal noch. So, hier haben wir einen umgestürzten Kahn. Ein stabiler Ast, der ist stabil, Bruder. Finde ich gut. Oh, guck mal, da ist eine geflatterte Leiche. Oh, cool, liegt sogar anders da. Witzig. Weinbeere. Der Name Landro ist eingraviert. Landro, das kommt mir sehr bekannt vor, dieser Name. Habe ich den in dem... Review Let's Play schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Landro kenne ich auf jeden Fall irgendwie. So, wo führt mich denn der Pfad da in die Berge hoch? Da geht's, glaube ich, Richtung Stadt, wenn ich über die Brücke dort gehe, aber... So entdeckerfreudig, wie ich bin, ja, schlage ich diesen Pfad hier ein. Wer gelacht. Aber ich speichere jetzt natürlich erstmal noch. So. Okay. Da hinten geht's wohl wieder runter, oder was? Aha, ich glaube, man sieht's schon, wenn man den Weg hier weitergeht, kommen wir da hinten zu dieser Burg dort. Oder was das sein soll. Faszinierend. Oh, guck mal, hier haben wir eine Höhle. Oh, die könnte bewohnt. Jetzt bist du dran. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, der rennt durch die Wand. Oh, Skandal. Um Rosi. Ah, guck mal. Du kannst nix.
Alter, ist so schäbig mit... Oh, Anfänger an ihn zu spielen. Kann man Double Hit rausgehauen. Einhandkampf verbessert, jawoll. Sauberst. Haben wir diese Halunken übers Kreuz gelegt. Schön. Aha, es gibt also kleine Boni immer. Jetzt haben wir plus 1 Einhänder. Schön. Wir haben uns vor allem auch gar nicht so viel Schaden gemacht. Es ist schon echt ein Krampf, so ungelernt so zu kämpfen, ne? Also mit der ersten Start-Ani. Das ist schon echt krampfhaft. Wobei man sagen muss, das ist ja die Gothic 1 Anfänger-Animation. Wie der das Ding hält. Gothic 2 ist ja noch ein Ticken einfacher. Kornsäcke, das könnten Questgegenstände sein. Nehmen die einfach mal mit. Das könnten Questgegenstände sein. Und ich finde es vor allem auch super, dass man hier erstmal auf die Gothic 1 Mucke zurückgegriffen hat, so. Und noch nichts eigenes an Soundtrack jetzt sich gewagt hat. Es ist immer schwer, einen Soundtrack zu komponieren, der gut klingt oder atmosphärisch ist. Was, wovon ich rede. Rohes Fleisch. Guck mal hier, die Ziege haben sie auch geflattert. Das ist so ein kleines, schönes Detail hier. Ja, man hat hier so simuliert, dass die Ziege ausgeweidet sei. Das ist ganz witzig. Pfeilbündel, interessant. Hornsäcke, wie gesagt, gehen alle mit. Bratenes Fleisch. Schauen wir uns mal die Kornsäcke an. Eine schwere Kiste mit Rohstahl gefüllt. Ja, die tragen wir jetzt einfach so rum. Ein Sack voller Korn. Ich blicke jetzt schon in diesem Inventar nicht mehr durch. 15 Pfeile dem Inventar hinzugefügt, das ist ja witzig. Ich lache immer noch. So, alles klar, den Halunken haben wir es gegeben. Gehen wir mal weiter. Die hätten sich hier eher an der Brücke postieren sollen und dann immer so Wegzoll abknüpfen sollen. Nee, wenn du vorhast, über diese Brücke zu gehen, sollst du schleunigst ein paar Goldstücke in meine Taschen wandern lassen. Nee, wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du jetzt ein paar Goldstücke in meine Taschen wandern lassen. Boah, ich bin Legolas, seht ihr das? Krass. Robin Hood kann er einpacken. Aber die geben kein Fleisch. Mallrats geben kein Fleisch ab. Ich verstehe. Ich habe wieder 17 Minuten aufgenommen, ey, und ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen werden, in diesen 2 Stunden zur Stadt zu gehen. Das sieht mir nach Orkgebiet aus. Ich glaube, ich bin gleich tot. Wobei, es wirkt alles verlassen. Es wirkt nach verlassenem Orkgebiet. Boah, sieht das geil aus. Das sieht verlassen aus. Aber wie cool das designt ist. Das ist schon geil. Guck mal, die haben auch einen Erzhaufen. Nee, offensichtlich nur ein Gefangenenhaufen. Ah, cool, das wird mal hier wohl ein Orkgebiet werden. Ich glaube, da ist jetzt noch nicht so viel da. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Aber ich glaube, im Zuge dieser Preview sind jetzt mal die Orks hier rausgelassen worden. Für mich. Dankeschön, Aebo. Oh, was haben die denn hier so? Oh, das ist eine krasse Orkstadt. Wird das später mal werden. Ich bin gespannt. Wo geht's denn da lang? Ich will mir das noch ein bisschen angucken hier, ne? Ich will mir noch ein bisschen gucken, Überblick verschaffen, ne? Du wisst, was ist das? Vielleicht geht's hier zu einem krassen Thronsaal oder so. Ha, als ob ich's gewusst hätte. Geil. Hier haben wir einen Thronsaal. Was ist das denn? Eine Götzenstatue. Das erinnert mich hier ein bisschen auch an die an den Thronsaal von Gothic 1, so ein bisschen. Oh, guck mal, Thron kann ich öffnen. Oh, Mist, da ist nichts drin. Oh, ein Scheiß. Wäre witzig, wenn jetzt hier irgendwie so eine Erzrüstung drin gewesen wäre oder so. Das wäre lustig. Was haben wir denn hier? Ah, ich glaube, jetzt sind wir hier. Genau, jetzt sind wir an der Stelle. Da oben. Na, jetzt weiter. Aber hier geht es ja noch richtig weiter, ey. Zieht es euch mal rein. Oh, okay. Interessant. Das ist ein Hebel, ein Schalter. Ich glaube, ich betätige den jetzt erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Alter Schwede, krass. Wie weit ist jetzt hier noch? Am Ende. Oh Gott, hier ist jetzt so eine Nische. Das ist jetzt ganz schön unbefriedigend. Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen jetzt gerade so an einem Ort, wo später dann
im Late Game das Spiel einfach enden wird oder so. Wenn wir so ein Ork, angenommen, man muss dann so ein Ork-Chef töten oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das wäre lustig. Gut, aber habe ich jetzt die Orkstadt erstmal hier ausreichend erkundet. Die Schalter werde ich tunlichst tun, dass ich die nicht betätige. Bevor ich hier gleich meinen Kopf verliere. Aber gut, ich würde weiter zu dieser Turmburg gehen, die ich da gesehen habe. Diesen Rundturm, der sah interessant aus. Da will ich jetzt erstmal versuchen hinzukommen. Das ist mein Ziel, diese Folge. Und von dort aus, vielleicht kommen wir von dort aus ja auch in die Stadt. Das wäre ja ganz witzig. Aber jetzt muss ich mich ja erstmal rausfinden. Das ist hier alles ein bisschen verworren. Ja, verworren und verstrickt, nicht? Aber die Orkstadt ist bis jetzt schon mal ziemlich cool gemacht. Bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, ob das Ding hier zum Beispiel, dieser Erdzipfel, ob der noch eine schärfere Textur kriegt oder sowas. Hoffe ich. So. Ich werde, wenn ich das Let's Play mache und ich werde hier wieder stehen, dann werde ich sagen, na, er hat die Textur da nicht drauf gemacht. Das ist keine schärfere Textur. Nein, 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 nein. Das ist nicht schön. Aber gut. Aber schon allein dieser Aufgang hier und so, das ist schon geil gemacht. Ja, das ist schon alles nicht schlecht. Aber ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich fast tot bin. Ah, guck mal. Essen, gekochtes Essen gibt auch Prozent in Lebensenergie, ein Prozent wieder. Das ist gut. Das gefällt mir. Und Pflanzenrohe, Pflanzen bringen gar nichts. Also man muss das schon weiter verarbeiten. Sonst ist es halt komplett useless. Aber oh Mist, das bringt nur Mana-Bonus, ich trottel. Nur Milch bringt auch ordentlich Lebensenergie zurück. Krass. Mal gucken, wie es beim Bier ist. Ich finde das gut, dass das in Prozent gemacht ist. So werden die Lebensmittel trotzdem wertvoll. Weißt du, so wenn du Gothic spielst im Late Game und du hast Haufen Essen und Trinken und das nützt dir einfach nichts, weil das alles keine Lebensenergie zurückbringt. So, das ist dann schon echt unbefriedigend. Den Heiltrank würde ich mir schon ganz gerne noch aufheben. Der bringt nämlich ordentlich zurück. Die Hälfte von dem, was ich habe, das ist schon stabil. Ja. Kann gar nichts gegen sagen. So, hier geht's weiter. Hier muss ich lang. Ja, das war unser kleiner Abstecher ins Orkgebiet. Hier haben wir so eine kleine Serpentine. Da unten sehe ich auch schon unsere nächsten Erfahrungspunkte. Von hier oben treffe ich eh nichts. Von da oben treffe ich nichts. So, speichern wir natürlich hier. Ab, sicher ist sicher. Da hatte ich mal. Sterben tausend Tode, ey. Jawohl, erstmal eine Stufe aufgestiegen, finde ich solide. Lernpunkt damals. Und mehr Lebensenergie, das ist gut. Aber Fleisch nehmen kann ich ja nicht. Ich glaube, das ist ein Perk, den ich lernen muss. Nehme ich mal an. Das wird ein Perk sein, den ich lernen muss. So, die Höhle ist auch noch leer. Aber wird sich bestimmt füllen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, das ist eine sehr frühe Version des Spiels. Gut, gehen wir mal hier runter. Jetzt auf Nummer sicher gehen und das nochmal in die Beschreibung schreiben. So. Die Scavenger machen schon gar nicht so doof Schaden, aber meine Armbrust macht auch super Damage. Mist. Aber auch hier wieder Treffen mit der Armbrust verbessert. Finde ich gut. Boah, jetzt muss ich auch aufpassen, ey. Ob fast keine Heilmittel wäre. Das so zu essen bringt überhaupt nichts. Muss Essen finden. Das ist jetzt gerade wie bei DayZ. Muss mich durch eine unbekannte Welt kämpfen und Essen finden. Da vorne sind zwei Jäger, aber können auch potenzielle Banditen sein. Mal gucken, hier haben wir doch. Mist, da lässt sich nichts machen, okay. Ich mach dich Messer und Zähne. Ballen, rohes Fleisch, das ist ganz nett, aber es bringt mir nichts. Warte mal, ich kann das ja braten. Schön. Fleisch braten. Fleisch gebraten. Okay, ich glaube,
Das wird auf einen Schlag direkt alles gebraten. Finde ich gut. Nee, wird's nicht. Verdammt. Da muss ich... Okay, das ist aber noch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Okay, man muss... Okay, aber man muss nicht jedes Mal neu an die Pfanne rangehen, um ein Fleisch zu braten. Das ist schon besser. Du hast nicht genügend Zutaten. Okay, gut. So, dann... Ein Bett gibt's ja hier noch nicht. Ich habe jetzt noch kein Bett hier gesichtet. Ja, da bringt gebratenes Fleisch richtig viel Leben zurück. Finde ich gut. Oh, die haben ja aber auch eine super Aussicht, wenn die hier abends am Lagerfeuer sitzen, auf ihren Fellen, mit dem Dach über dem Kopf. So eine schöne Aussicht. Schmeckt. Schmeckt, kann man schon so sagen. So. Gehen wir mal zu diesen beiden Lausbuben da vorne, mal gucken, ob die mir feindlich gesonnen sind oder freundlich. Einer dreht sich schon so skeptisch um. Vorsicht, sagt Retak. Was ist? Dort vorne haben sich einige Wölfe zusammengerottet. Was habt ihr jetzt vor? Wir müssen sie vom Lager fernhalten. Wollt ihr die Wölfe angreifen? Ja, natürlich, sonst überraschen sie uns im Schlaf. Wann wollt ihr angreifen? Jetzt. Jetzt? Ja, verdammt, jetzt. Komm her, Mistvieh. Oh, die... Warum habe ich gerade 80 EP bekommen? Ich bekomme EP, wie geil! Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich bin in der Party mit denen. Nein, nicht die greifen. Das ist halt scheiße. Nein. Da ist nichts zu holen. Was für Retards, Alter. Ja, wie gesagt, Spiel ist noch in der frühen Phase, bin ich zu entschuldigen. Ah, sie können sich hinter den Ästen hervorwagen. Was denn? Bist du sogar mit uns gekommen? Mensch, Junge. Das war leichtsinnig von dir. Ein Wolf würde dich mit einem Biss niederstrecken. Naja, ist ja nochmal alles gut gegangen. War ja auch nur ein gut gemeinter Rat von mir, um länger am Leben zu bleiben. Was macht ihr hier genau? Das ist unser Jagdrevier. Was jagt ihr denn so? Hier unten am kleinen See in der Stadt gibt es eine Menge Wölfe. Die bringen, wenn man weiß, wie man die richtig ausnimmt, eine Menge Geld. Dann ist so der typische Gothic-Dialog. Mein Kumpel Ruitor kann dir dazu sicher einiges darüber beibringen. Kannst du mir auch etwas beibringen? Lehrer in Ordenia. Aber natürlich, ich bin ein erfahrener Bogenschütze. Außerdem kann ich halbwegs gut mit der Einhandwaffe umgehen. Du könntest ja, ich könnte dir also auch etwas beibringen. Das klingt gut. Was willst du für dein Training haben? Tja, mal sehen. Alles, was ich zum Leben brauche, gibt mir die Natur. Doch hin und wieder muss ich dann in der Stadt um ein paar Besorgungen machen. Dafür brauche ich dann Gold. Du willst also Gold, ich denke, daran soll es nicht scheitern. Sehr gut, dann sag Bescheid, sobald ich dir was beibringen soll. Ja, ich hätte gerne Einhand. Ich möchte besser in Einhandwaffen umgehen können. Ah, Mist, 20 Lernpunkte darf ich nicht. Aber sehr geiles System. Man, Aebo hat darauf zurückgegriffen, dass man wieder so in diesem stufenweisen lernt, das Lernsystem von Gothic 1 ist. Das ist super, gefällt mir. Warte mal. Bleib mal stehen, du Retard. Okay. So, ihr seid Jäger, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Geil, Alter, das ist der 1:1 Dialog aus Gothic 1 mit Dexter, Redford und Drax. Super, gefällt mir. Hätten noch dieselben Namen haben müssen. Ach, die kommen jetzt hier wieder nicht durch. Naja, ist nicht schlimm. 20 Lernpunkte habe ich allerdings noch nicht. Dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Und das Gold habe ich auch nicht. 500 Gold, da bin ich noch weit entfernt von. Aber gut. Ziehen wir weiter. Wir haben die beiden Jungs kennengelernt. Zack. Und zack. So.
Hallo, Wolf. Drei Bolzen mussten es sein, bis ich treffe. Und einen bekomme ich zurück. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, sich da jetzt reinzustürzen in den Kampf. Zur Taverne nach Wehland. Interessant. Nach Ostergard, nach Triona. Wo geht's hier hin? Nach Triona, zur Mine, zur Taverne, nach Wehland. Na, gehe ich doch da hin. Okay. Was? Und er ist unsichtbar. Ha! Der Wicht. Mit dem schlechten Gesicht. So. Also es wird echt geil aussehen, ich glaube, wenn es dann fertig ist. Sieht jetzt schon sehr nice aus, alles. Unsichtbare Blutfliege. Jetzt ist sie nicht mehr unsichtbar. Wie hat er das wohl gemacht? Aber die sind nicht direkt nach einem Schuss tot. Das ist ein bisschen belastend. Na, komm schon. Nein! Oh, Mist. Ah, sehr schön. Außer meinen Bolzen kann ich denen aber nichts abnehmen. Wie gesagt, so alle Jagdtalente muss ich halt erst wirklich vorher lernen. Ach Mist. Tja, aber rohes Fleisch, ne, ist rar. Also essensmäßig wird es schon echt dünn werden. Ich habe keine Heilmittel mehr. Jetzt muss ich echt aufpassen. Versuch mal trotzdem so weit wie möglich zu kommen. Ich muss jetzt aber eigentlich versuchen, den Kämpfen auszuweichen. Willst du dieser Turmburg, die ich gesehen habe? Das ist ein Ausgewachsener. Ach du Scheiße. Da ist nichts zu holen. Heiliger. Heilige Mutter Gottes. Heiliger Bimbam. Ab mit seinem Kopf. So, was haben wir hier? Zur Mine. Taverne nach Ostergard und nach Triona. Eigentlich würde ich ja schon gerne zur Mine, ne? Zur Taverne, ne? Vielleicht kann ich dort was kaufen. Das ist jetzt die Frage, den Weg oder den Weg? Weiß ich nicht. Da hinten ist aber eine Burg. Vielleicht gehe ich erstmal hier hin. Vielleicht kann ich in der Burg einen Händler finden oder so. Guck mal, wir haben auch einen Eingang. Geil. Super. Oh, schön. Mal gucken, ob ich reinkomme. Halt, Fremder. Was ist? Mustern, da ich dich hier noch nie gesehen habe, bin ich angehalten, dir die Regeln der Stadt zu erzählen. Ja, schieß los. Erstens, der ehrenwerte König Rotin residiert zusammen mit seinen engsten Vertrauten im Burgfried, das heißt Bergfried. Deswegen ist zu seiner Sicherheit in der Zutritt zum Burgfried nur den da hinten liegenden Gemächern des Königs nur Auserwählten gestattet. Zweitens, der Zugang zur Burg wird nur den Gardisten und den Anhängern der Kirche gestattet. Niemand sonst hat sich dort unerlaubt aufzuhalten. Und drittens, das Händlerviertel ist ein friedlicher Ort. Wir dulden keine Langfinger oder Leute, die Ärger machen. Falls du doch gegen das Gesetz verstoßen wirst, muss man sich für seine Taten... Ja, okay. Ihr wisst das schon. Außerdem wird im Händlerviertel Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt. Die Kleidung der Butler oder Bauern ist hier unerwünscht. Und solange du dir noch keinen Namen gemacht hast und die Leute dir nicht vertrauen, solltest du stets angemessen gekleidet sein. Noch Fragen? Woher bekomme ich vernünftige Kleidung? Ich glaube, Carlos, der Typ, der in die Kneipe in der Unterstadt gehört, verkauft Kleidung. Du kannst ihn ja mal darauf ansprechen. Wo kann ich hier übernachten? Hier in der Oberstadt gibt es ein Hotel von Timon. Für ein wenig Gold bekommst du dort einen Schlafplatz. Hütten in der Unterstadt sind für jeden Arbeiter der Mine zugänglich. Doch ein paar Butler haben bereits Anspruch auf bestimmte Hütten erhoben. Sie reagieren sehr gereizt, wenn man sie... Ja. Falls du also hier unten Schlaf oder Streit vermeiden willst, solltest du vorsichtig sein. Okay, wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Dazu zählt allerdings nicht die Arbeit in der Mine oder auf den Bauernhöfen. Wo finde ich Arbeit?
Arbeit gibt's hier überall, egal ob du in der Landstadt bist oder auf den Bauernhöfen oder in der Mine. Sprich einfach die Leute darauf an, sie werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Aber wenn du dir was draus machen willst, dann verbringe so wenig Zeit wie möglich in der Unterstadt. Das schnelle Gold und die Arbeit in der Mine hat viel ominöse Männer angelockt. Sie sind zwielichtig und können eine Gefahr für jeden sein. Alles klar, ich gehe da mal Ende. Mach das und komm wieder, wenn du angemessen gekleidet bist. Ach shit, hier komme ich noch gar nicht rein. Ah, ich verstehe. Da muss ich wohl erstmal da lang gehen. I understand. Das ist vorbei, warte mal. Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Das ist jetzt die große Frage, ne? Boah, das alte Kastell dahin, da will ich auch hin. Oh, ich will überall hin, ich will alles erkunden. Alles tun. Wo geht's denn hier lang? Vielleicht kann ich mir hier oben erstmal einen Überblick verschaffen, wo es noch einen anderen Eingang gibt. Boah, die Spielwelt bis jetzt gefällt mir wirklich sehr gut. Da ist eine Höhle mit Mallrats, da soll ich nicht reingehen. Boah, ich habe mich jetzt der Stadt sozusagen von hinten genähert. Oh, das sieht geil aus. Ich finde das super, wenn so Steinformationen sind und die Mauern aber trotzdem kerzengerade oben drauf gebaut sind einfach so. Das finde ich super. Ich war neulich auf der Festung Königstein, da ist es ja genauso. Könnt euch gerne das Video dazu mal reinziehen. Festung Königstein genommen, habe ich das genannt. Nur so ein kleines Impressionsvideo, aber das sieht genauso aus. Oh, da unten haben wir auch noch einen krassen Eingang. Warte mal, da oben haben wir eine Hütte. Das könnte diese Taverne sein. Die ist gar nicht so weit weg. Da sollte ich versuchen hinzukommen. Ich brauche erstmal keine Kleidung, sondern Heilmittel. Ich brauche irgendwie Essen oder Trinken oder irgendwas, was mich heilt. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger für mich. Da sollte ich jetzt eher mal versuchen hinzukommen. Habe ich gut imitiert, oder? Finde ich auch. So, ich gehe jetzt mal den Weg hier hoch. Weil nee, ja doch, ich gehe hier hoch. Mal schauen, ob ich dann zu dieser ominösen Taverne komme. Hier geht's ja noch einen Weg ab. Ach du Scheiße. Nicht ausgeschildert hier, so eine Scheiße. Ah, warte mal, aber da ist diese Turmburg, wo ich sowieso hin wollte. Praktisch. Da gehen wir doch jetzt erstmal hin. Ah, guck mal. Jetzt bin ich einmal gespannt. Was ist das für ein Turm? Mich interessiert, was das für ein Turm ist. Hier haben wir eine herrenlose Hütte. Ah, und das ist also Ostergard, die Stadt wahrscheinlich. Oder Wehland. Ich weiß es jetzt noch nicht so genau. Bin jetzt noch nicht so ganz mit der Spielwelt hier vertraut. So. Oh, da hinten ist ja auch noch eine Burg oder eine Stadt oder ein Tempel. Krass, Alter. Ey, fuck my life, wie groß diese, alleine schon diese Spielwelt hier ist. Wenn man die ordentlich mit Quests... Ich hab Stimmen gehört. Also wenn man diese Welt, wie sie jetzt schon da ist, ordentlich mit Quests befüllt, dann kann ich hier Stunden verbringen. So, jetzt sind wir hier, wo ich hin wollte. Und ich hab Stimmen gehört. Oh, Alter. Da hinten, seht ihr das? Oh. Da hinten ist auch noch ein Lager mit einem großen Feld. Sieht aus wie das Reisfeld aus dem neuen Lager. Aber hier oben, das kann man jetzt gleich mal nutzen, um gleich mal ein bisschen Überblick zu verschaffen. Super. Also das ist diese große Stadt, das scheint Ostergard zu sein. Und ich bin jetzt von der Seite gekommen, wo man direkt ins obere Viertel rein könnte. Aber das ist natürlich doof, ich muss ins untere Viertel. Und dann muss ich wahrscheinlich hinten rum und dann komme ich von da vorne rein. Irgendwo von da hinten aus den Bergen bin ich gekommen. Hier hinter diesem Felsen liegt die Orkstadt. Da hinten gibt es auch noch einen Turm. Da hinten ist so eine riesige Ruine. Das ist krass. Wie groß diese Welt hier alleine schon hier ist. Das ist schon abgefahren. Und ich nehme an, da hinten wird auch noch irgendwas sein. Ey, das ist so abgefahren. Da hinten ist auch noch ein Turm. Der sieht aus wie Xaras Turm. Alter Schwede. Also hier haben wir ordentlich was zu erkunden. Ey, ich freue mich schon sehr, wenn die Mod dann fertig ist und rauskommt. Okay, aber zunächst bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, in der zweiten Folge. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Rhythmus ich das hochladen werde. Ob ich Montag... Ich nehme an, dieses Video wird am Montag kommen. Das nächste Video kommt dann am Mittwoch. Der zweite Teil und der dritte Teil kommt dann am Freitag. So werde ich es, denke ich, machen.
Also dann bis übermorgen, wenn es dann hier weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet zur zweiten Preview-Folge von Das Wappen. Bedanke mich. Haut rein. Macht's gut und ciao.